Chauvinistische Politik und europäisches Denken. Friedrich Nietzsche und der Faschismusvorwurf. Ich lese einen Auszug. Grundaussage: Nietzsches Philosophie ist nicht faschistisch. Argumentation: Faschistische Philosophie müsste folgerichtig dem Selbstverständnis des Faschismus entspringen. Einem Selbstverständnis, welches in Politik, Chauvinismus und Inhumanität gründet. Faschistische Philosophie, so es sie überhaupt gibt, müsste mit logischer Notwendigkeit zuerst eins sein: politische Philosophie. Politische Philosophie ist laut Definition eine Sonderform philosophischen Denkens, welche Staatsgefüge in ihrer Grundlage und praktischen Gestaltung nomothetisch hinterfragt, eine flankierende Disziplin zu Rechts- und Staatstheorie. Nietzsches Werk ist jedoch kein politisches. Nirgendwo ruft er zur Erschaffung eines Staates im nationalstaatlichen oder gar nationalistischen Sinne auf. Es geht ihm, Taurecks Behauptungen von 2000 zum Trotz, nirgendwo um Endlösungen im Sinn rassistischer Herrenmoral, die realpolitisch umzusetzen wären. Ganz im Gegenteil, der Denker aus Sachsen ist höchst sensibel gegenüber schon zu Lebzeiten wahrnehmbaren Tendenzen einer nationalistischen Politik. Er wünscht sich ausdrücklich, sein Werk möge auf Französisch geschrieben sein, damit es nicht als Befürwortung irgendwelcher reichsdeutscher Aspirationen erscheint. Dieser Philosoph, der zugleich ein unbestreitbares Sprachgenie war, wünscht sich sein Werk in französischer Sprache, einer Lingua franca des Kulturmenschen, um begrifflich nicht missbraucht zu werden, um durch den Gleichklang der Worte keinen Gleichklang mit vereinnahmenden Politslogans zu evozieren. Reichsdeutsche Aspirationen, wie er sie in diesem prophetisch anmutenden Spruch nennt, waren dem Denker ausdrücklich zuwider. Dies mit logischer Notwendigkeit, denn der Begriff der Nation und des Staates kann kein nihilistischer sein. Anders, der Nihilismus schließt eine Apotheose des Staates grundsätzlich aus. Hierbei ist die Staatsbegründung eigentlich unerheblich. Jegliche Gesellschaft, nicht nur die innerlich marode, jedoch von Hegel so hoch gepriesene bürgerlich-preußische Zivilisation des ausgehenden 19. Jahrhunderts, ist für Nietzsche auf schrecklichen Verbrechen basierend. Seine diesbezügliche Absage bezieht sich nicht auf irgendeinen konkreten Staat, sondern auf die Staatlichkeit im Allgemeinen und den Menschen als aufgeklärten Bürger, als Citoyen, dessen Eigennutz ihm bei altruistischen Projekten gewöhnlich im Wege steht. Es versteht sich von selbst, dass ein solcher scharf blickender Nihilismus niemals Fürsprache für ein bestimmtes Staatswesen ergreifen kann und will. Auch der Wille zur Macht, im Zarathustra als rein ästhetisches Konzept dargelegt, hat keine von Nietzsche selbst beabsichtigte politische Dimension. Faschismus ist Chauvinismus. Chauvinismus ist eine Perspektive der Differenz. Er wird von einem Selbst- und Nationenverständnis getragen, das die kategorische Überlegenheit einer Nation vor allen anderen zur Denkprämisse hat. Und oft genug auf dem Nähr- und Gärboden einer profunden interkulturellen Unkenntnis erwächst. Auf manche Denker des fatalen Jahrzwölfts trifft das tatsächlich zu. Martin Heidegger, der vorerst Edith Steins Chancen auf einen Lehrstuhl in Philosophie zunichte machte, hat bekanntlich 1942 als Rektor der Universität Freiburg die Studenten öffentlich zum Anschluss an den Nationalsozialismus aufgerufen, unter Verwendung von philosophisch verbrämten, deutschtümelnden Überlegenheitsphrasen, die unbestritten zum politischen Chauvinismus gehören. Später soll er seinen unrühmlichen Auftritt angeblich bereut haben. Nietzsche jedoch, fern einer ins provinziell-regionalistische eingespannten Mythenbildung mit einer kriminellen politischen Konsequenz, stand kenntnisreich sicher auf europäischem und das heißt per se interkulturellem Grund. Nietzsche hat einen erkennbar groß- und bildungsbürgerlichen Identitätsbegriff, welcher sich prägend auf sein Verständnis von Deutschland und Europa auswirkt. Der Philosoph aus Sachsen beherrschte neben seiner Muttersprache Deutsch auch die französische, englische, italienische, polnische und russische Sprache
kannte die religiösen Grundtexte und Traditionen der drei großen monotheistischen Religionen und zusätzlicher religiöser Systeme wie des persischen Zoroasterkultes, war darüber hinaus von geradezu enzyklopädischer Bildung der europäischen Klassiker und in vielen seiner Zeit bekannten wissenschaftlichen Diskursen mit auffallender Sachkunde beheimatet. Thomas Mann attestiert Nietzsches Schaffen 1927 das Pathos großer europäischer Humanität. Zu Recht. Nietzsches Deutschland ist keine politische Dystopie, sondern ein Land der Sprache, der Kunst und Literatur. Eine geistige Heimat, geeint nicht durch Ländergrenzen, sondern durch eine gemeinsame Sprache, die als immanenter Entstehungsgrund der Dichtung und Wissenschaft, nicht zuletzt der Philosophie, fungiert. Mit einer borniert nationalsozialistischen Verengung des Heimatbegriffs auf territoriale Auseinandersetzungen wäre Nietzsche als der streitbare Erbe Heines, Hölderlins und Novalis unmöglich einverstanden gewesen. Faschismus ist Inhumanität. Programmatische Menschenverachtung, pragmatisiert nicht nur im Völkermord, sondern auch in der Missachtung der eigenen Bürger, ist ein drittes Kennzeichen des Faschismus. Eine inhumane Philosophie ist von überzufälliger, gezielter Abwertung des Menschen oder bestimmter Menschen gekennzeichnet. Es gibt in der Geschichte der Philosophie durchaus solche Denksysteme. Blicken wir genau hin, erkennen wir sogar eine erschreckende Fülle solcher Systeme, die in der Antike ihren Ursprung aufweisen. Für den griechischen Philosophen Aristoteles ist Sklaverei ethisch begründbar, da Nicht-Griechen minderwertige Menschen seien. Der deutsche Mystiker Meister Eckhart hingegen hält Frauen nicht für ebenbürtige Menschen, denn Mensch, theologisch als Imago Dei, als Ebenbild Gottes, sei nur der Mann. Arthur Schopenhauer, Nietzsches einstiger Freund und späterer Feind, kommt ohne eine biblische Begründung seines Frauenhasses aus und seine profane Abwertung des breithüftigen, schmalschultrigen Geschlechts als inferior ist zu bekannt, um einer weiteren Erörterung zu bedürfen. Vergleichbares bei Nietzsche fehlt. Wissen seine voreiligen Kritiker, dass dieser Denker eine tief empfundene und gut durchdachte Hinwendung zu Frauen, Kindern und auch zu den jüdischen Mitbürgern seiner Gesellschaft offenbarte? Dieser Mann, der nie verheiratet war und wahrscheinlich nie Vater wurde, präsentiert sich mehrfach als feinsinniger Kenner der weiblichen und sogar der kindlichen Psyche. Es macht geradezu betroffen, in unzeitgemäße Betrachtungen zu lesen, wie klug er sich in Partnerschaften und ihre Problematik hineindenken kann. Er fühlt empathisch mit, in welcher Weise die repressive Sexualerziehung seiner Zeit die Frauen neurotisch macht. Muss doch, so schließt er folgerichtig, der Ehemann seiner jungen Frau geradezu verhasst erscheinen, wenn sie erst durch ihn in die Welt der Erotik eingeführt wird, nachdem ihr zuvor jahrelang alles Sexuelle nur als Perversion vorgestellt wurde. Dieser Einwand ist übrigens 1948 von Simone de Beauvoir aufgegriffen worden, als sie ihren Klassiker »Das andere Geschlecht« schrieb. Nietzsche sieht jedoch nicht nur die unterdrückte Frau, sondern auch das Kind als in dieser Gesellschaft prinzipiell gefährdet an, als unschuldigen Zeugen oder sogar als Opfer von Ehestreitigkeiten, die traumatisierend in die Entwicklung eingreifen können. Mehr noch, der Pfarrerssohn aus Röcken, der mit 23 Jahren Professor wurde, verbittet sich die Verzweckung junger Menschen als reine Leistungsträger. Die Drängelei nicht nur seiner Gesellschaft, Studenten schnell zur Fertigstellung ihrer Ausbildung zu nötigen, erscheint ihm als geradezu obszön und hinderlich für die Persönlichkeitsentfaltung. Auch die jüdischen Gemeinschaften in Deutschland lobt Nietzsche ausdrücklich wegen ihrer humanen Ehe- und Scheidungsgesetze. Trotz aller generellen Staatskritik, die dem Nihilismus als solchem generell immanent ist, zeigt sich Nietzsche hier mit einer typisch aufgeklärten und humanistischen Haltung. Er blickt mitfühlend auf Frauen und Kinder als die Schwachen seiner Epoche und kritisiert deren Befangenheit in Umständen, die ihre persönliche Freiheit und seelische Gesundheit beschränken. Er tadelt die sinnentfremdete Verzweckung und Instrumentalisierung von Bildung, welch aktuelle Kritik, und er lobt mit den jüdischen Ehegesetzen andererseits Normen, die dem Bürger mehr Toleranz und Entscheidungsfreiheit bieten. Inhumanität
äußert sich anders. Was bedeutet das also, faschistische Philosophie? Wir haben festgestellt, faschistische Philosophie ist vorrangig politische Philosophie, Chauvinismus und Inhumanität. Alle drei Definitionsaspekte als Vorwürfe gebraucht, werden Nietzsches großem Werk offenkundig nicht gerecht. Der Philosoph hat sich schon 1888 in seiner berühmten Schrift Ecce Homo gewünscht, seine Nachwelt nicht als Untier und Moralscheusal überliefert zu werden. Die Nachwelt aber blieb und bleibt, sieht man Taurecks und Nolls aktuelle Polemik, diese Nachsicht oft schuldig, auf Kosten der Werktreue. Sachsens berühmter Sohn ist offenbar kein Faschist, doch die hier vorgestellte, wenngleich nur vorläufige und weiter ausbaubedürftige, Definition von faschistischer Philosophie ist dennoch wertvoll. Denn der Faschismus hat 1945 nicht aufgehört. Faschismen existieren überall dort, wo Unkultur zur Kultur ausgerufen wird, der Mensch als solcher oder der als solcher definierte andere verachtenswert ist und das nationale Vorurteil über den richtigeren interkulturellen Bezug triumphieren soll. Verengen wir den Blick also nicht auf einen, der vielleicht mehr Europäer war als seine oft textunkundigen Kritiker. Erweitern wir lieber den Blick auf die alltäglichen und unscheinbaren Versuche, das Projekt Europa zu gefährden. Diese sind unsere kritische Aufmerksamkeit und unseren Widerstand wert. Einen begründeten Widerstand, an dem der umstrittene Moralphilosoph vielleicht sogar mitgewirkt hätte.